Vielen Dank, dann herzlich willkommen. Falls Sie es bei der Eingangsfolie schon merken, das ist natürlich nicht Bamberg. Wir wollten einfach nochmal Danke sagen an die, an die Technische Hochschule hier fürs Hosting und haben deswegen mal ein Bild genommen von den lokalen Gegebenheiten und hier vielleicht die Wegsuche und thematisieren und wie wir auch die Importe in D-Space quasi verbessern wollen. Genau, über uns aus Bamberg. Wir betreiben das Forschungsinformationssystem in der Universität zweiten Kooperation, bestehend aus Archiv, Forschungsförderung, IT Service Center, also vormals Rechenzentrum und natürlich die Universitätsbibliothek. Leider sind meine Kollegen oder KollegInnen jetzt leider krank. Das heißt, ich bin der letzte übrig gebliebene und darf ihn jetzt quasi alleine durch die Folien führen. Wir betreiben D-Space CRIS 5.10, genau seit Oktober 2019 und planen jetzt den Umstieg auf D-Space CRIS, da steht noch ein 7.x, ich denke mal 7.5 wird es dann, im zweiten Quartal. Also April, Mai ist das, was wir jetzt gerade im Moment anpeilen. Nochmal zur Einordnung, ich hatte es gerade schon gesagt, wir betreiben ein Forschungsinformationssystem, das heißt, das beinhaltet für uns die Bibliografie, sowohl für Publikationen als auch für Forschungsdaten. Und das FIS ist für uns auch der Publikationsserver. Insgesamt ist es das System mit anderen Universitätssystemen verbunden, also zum Beispiel Einloggen über Shibboleth haben wir realisiert oder Anbindung an Typo 3 mit dem Typo 3 Plugin und OData Schnittstelle. Wie wir D-Space in Bamberg entwickeln, das zeigt der rote Kasten unten, damit möchte ich anfangen. Und zwar haben wir natürlich lokal ein GitLab, unser ITS hat es quasi installiert und aufgebaut. Da mergen wir regelmäßig gegen D-Space CRIS, also Diffen, und schauen quasi die aktuellen Entwicklungen an. Wir arbeiten lokal mit Docker und deployen eigentlich regelmäßig unser System neu. Worauf ich jetzt im Näheren eingehen will, ist, dass wir dadurch halt schon viel Erfahrung haben. Also wir sind jetzt zwei, drei Entwickler und wir wollen nicht nur die Sachen, die wir einbringen, in D-Space CRIS einbringen, sondern hier der rote Pfeil. Wir diskutieren auch übergreifend für D-Space Sachen, die wir gerne anstoßen würden oder die wir interessant finden mit der ganzen D-Space Community. Und das scheint uns ein ganz zielversprechender Weg. Und deswegen sind die anderen Folien, auf die ich jetzt alle noch eingehen werde, immer im Kontext von D-Space Vanilla quasi gemeint. Dieser Slide, es gibt drei Wege, um Daten zu erfassen, als wenn Sie in der MyDSpace-Seite sind, D-Space Vanilla 7, dann haben Sie im Moment drei Wege, um Daten einzugeben. Entweder das Männchen läuft in Richtung Datei-Upload, das heißt PDF-Datei oder auch eine RIS-BibTeX-Datei, oder man nimmt die andere Abzweigung, dann ist es Import von Metadaten aus externen Quellen. Oder man hat eben eine neue Veröffentlichung, die man melden kann. Seitens der Nutzerführung ist es natürlich ein bisschen vielfältig, aus was man auswählen kann. Und es sind ja natürlich immer Kontextmenüs mit den kleinen Pfeilen noch angedeutet. Deswegen haben wir uns gefragt, ob wir das nicht verbessern könnten, beziehungsweise wir wollten vorschlagen, ob man quasi erstmal einen Schritt zurückgeht und dem Nutzer nochmal in die Hand nimmt und sagt, wohin kannst du denn überhaupt? Also was willst du denn machen? In D-Space 7 sind ja Entitäten das große Thema. Das heißt, möchtest du eine Publikation erfassen? Möchtest du vielleicht ein Projekt anlegen? Möchtest du vielleicht Forschungsdaten verzeichnen? Das sind ja erstmal drei grundlegende Unterschiede. Und da möchten wir den Nutzer eigentlich mitnehmen und schlagen da eine alternative Komponente vor für den MyD-Space-Bereich im Endeffekt. Die sieht dann so aus, wie oben dargestellt. Man hat eine kurze Beschreibung, zum Beispiel Publikationen. Hier können Sie etwas melden und Open Access veröffentlichen. Und dann ist hier dieser Button mit dem Plus. Hier Publikation melden. Was passiert denn dann? Wenn man da draufklickt, wird eben der Entitätstyp, in dem Fall Publikation, und die Collection gesetzt. Wir haben in Bamberg bislang immer nur eine Collection für Publikationen gehabt. Andere Instanzen haben natürlich mehrere Collections, also beispielsweise Dissertationen, Abschlussarbeiten, das ist ja sehr vielfältig. Und wir haben uns eben überlegt,
Wer eben nur eine Collection setzen mag, der kann das mit dem einfachen Button machen. Und wenn er mehrere Collection zum Auswählen hat, dann könnte man hier mit so einem kleinen Pfeil, das man vorhin ja auch gesehen hat, diese Collection auswählen. Dann hätte der Nutzer Publikation melden und konkretisiert, was er machen will, hätte er schon erfasst. Bei Klick auf den Button würde er dann zu einer Übersichtsseite gelangen, wo alle Möglichkeiten für ihn dargestellt sind. Zum Beispiel manuell eine Publikation erfassen oder eine DOI eingeben oder vielleicht eine ISBN eingeben, darauf komme ich nachher nochmal, ORCID eingeben und importieren von Metadaten via BibTeX-RIS. Das heißt, wir würden diese anderen beiden Symbole, also Import aus externen Quellen und neue Publikation erfassen, in der Form jetzt nicht mehr brauchen, sondern würden sie einerseits durch die Komponente und andererseits durch diese Überblickseite ersetzen. Das wäre für uns ein Weg, der vielleicht für andere auch vielversprechend ist. Und deswegen haben wir jetzt im originär DSpace GitHub-Repo, hier im Angular GitHub-Repo, quasi ein Issue geöffnet, das Issue 2138. Hier wird es auch diskutiert. Wir würden uns einfach über Feedback freuen, ob das ein alternativer Weg für Sie wäre, der auch gangbar ist, sodass man den Nutzer an der Stelle noch besser mitnimmt. Gut, das wäre jetzt der Part, den ich übernommen hätte. Und jetzt kommt der Part, den mein Kollege dann übernommen hätte, der Philipp. Jetzt darf ich ihn vertreten an der Stelle. Und zwar haben wir uns in dem Schritt natürlich nur überlegt, wie kann man denn die vorhandenen Importmöglichkeiten in DSpace selbst verbessern. Und das haben wir teilweise schon getan. Der erste Vorschlag von uns war, wir hatten bisher in DSpace 7.4 nur Crossref gefunden als DOI-Registrar. DataSite fehlte uns noch, weil wir auch die Forschungsdatenbibliografie haben. Und dafür haben wir ein Issue geöffnet. Es wurde ein Freiwilliger gesucht. Wir haben uns dann auch gemeldet und haben es jetzt implementiert. Das heißt, in DSpace 7.5, wenn Sie das schon nutzen, ist DataSite jetzt schon mit drin. Im Nachgang hatten wir dieses Feature auch noch mit Paul Vierkan von DataSite ein bisschen besprochen. Der hatte dann zu uns gemeint, ja, ist ja ganz toll, aber ihr mappt ja nur Autor und Titel. Bei uns gibt es sowas wie Pflichtfelder. Und da muss man ganz ehrlich sagen, das ist uns vielleicht bei der Bearbeitung von dem Issue auch ein bisschen abhanden gekommen. Also es ist natürlich immer Zeitgrund. Man muss natürlich auch alles testen, man muss Tests schreiben, man macht erstmal das grundsätzliche Mapping. Wir haben jetzt hier wieder ein Issue geöffnet, dass wir zumindest das Initiale auf diese Mandatory Fields ausweiten, damit alles gemappt wird, und haben dafür ein Issue geöffnet und haben uns dafür auch freiwillig gemeldet. Das heißt, wir würden das jetzt noch nachbringen, dass auch alle Pflichtfelder bei DataSite DOI Import quasi reinkommen. Was ein größeres Thema ist, damit hatten wir so in der Form jetzt vielleicht nicht ganz gerechnet. Sie sehen oben wieder den Ausschnitt, wie es in Vanilla DSpace aussieht. Also Sie geben ja quasi beim Import aus externen Quellen geben Sie halt oben in diesem Suchschlitz die DOI ein und dann wählen Sie aus, zum Beispiel Crossref, und klicken auf Suche. Jetzt kann das vielleicht richtig sein, aber in manchen Fällen ist es vielleicht dann als DataSite der Registrar und dann müsste man ja oben quasi diesen, ja, nochmal neue Auswahl treffen und einfach die Suche nochmal anstoßen. Und da war für uns die Frage, interessiert es die Forschenden überhaupt, woher die DOI kommt, oder wollen sie einfach nur Metadaten haben und es sollte eigentlich egal sein. Und unser Vorschlag wäre, es sollte eigentlich egal sein und wir haben das jetzt lokal getestet mit einer parallelen Abfrage beider Schnittstellen, sowohl Crossref als auch DataSite. Das, was wir bekommen, blenden wir dann in Submission ein. Das haben wir quasi auch in einem Issue geöffnet mit 8674. Und diskutieren das gerade mit der Community. Es ist natürlich so, dass Änderungen, die man vorschlägt, vielleicht im Widerspruch zu anderen Änderungen sind und Planungen sind. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie diese Issues vielleicht ein bisschen im Blick haben und vielleicht auch ein bisschen mit abstimmen, wie wichtig Ihnen bestimmte Issues sind. Deswegen hatten wir hier bei diesen Slides auch immer dieses Daumen hoch. Sie können, glaube ich, auch einen Daumen runter geben. Aber engagieren Sie sich vielleicht ein bisschen und gucken da mal rein, wenn Ihnen dieses Feature auch sinnvoll erscheint.
Genau, würden wir uns über eine Stimmabgabe quasi sehr freuen. Ich hatte ja schon erwähnt, in der Überblicksseite, da hatten Sie das schon gesehen, da war sowas wie ISBN eingeben. Unser Hintergrund ist ja als Forschungsinformationssystem einer Universität mit starker geisteswissenschaftlicher Ausprägung. Da ist es der Normalfall, dass viele Forschende eben noch Bücher schreiben, also tatsächlich, so richtig mit ISBN. Und die müssen sie natürlich auch erfassen, und zwar so richtig mit Daten. Und da möchten sie sich natürlich auch über Metadaten freuen im Submission-Prozess. Und deswegen haben wir hier in diesem Issue ein Feature vorgeschlagen, das einen ISBN-Import ermöglicht, also mag XML via SAU-Schnittstelle in DSpace einbringen. Wir haben es auch schon lokal realisiert, hätten es aber erstmal für die Community vorgeschlagen, ob das für alle oder ob das für viele interessant wäre, so etwas quasi nochmal weiterzuentwickeln. Als initiale Quellen erscheint uns jetzt Library of Congress für die englischsprachige Literatur und die DNB natürlich für die deutschsprachige Literatur erstmal ein guter Ausgangspunkt. Man kann natürlich immer noch weitere Quellen selber einbinden, aber mit den beiden Quellen quasi im Standard wäre es, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt, um diese Funktion quasi reinzubringen. Wie gesagt, ein Issue ist eröffnet. Wir würden uns auch hier über Daumen hoch oder auch Daumen runter freuen. Es gibt nachher ja auch einen Thementisch zum Thema ORCID beim Andrea. Da möchte ich jetzt gar nicht so viel dazu sagen. Wir finden das total klasse, was Forescience und auch Beate, das Konsortium in dem Kontext realisiert hat. Wir hätten vielleicht eine kleine Bitte, die wir auch in dem Issue vorgeschlagen haben. Es konnte sich bei uns im Team keiner seine ORCID merken. Es tut mir leid, also das war so ein Missing Link bei uns. Deswegen hatten wir uns gefragt, ob das nicht sinnvoll wäre, wenn jemand schon sein Profil mit einer ORCID verknüpft hat, dass wir es beim ORCID-Import standardmäßig vorbelegt. Wenn jetzt eine Hilfskraft für einen Professor vielleicht eingibt, dann kann die das ja copy-pasten für die jeweilige Person, aber zumindest initial mit dem verknüpften ORCID-Profil, da würden wir schon gern arbeiten und haben dafür auch schon ein Issue quasi geöffnet. Das erscheint uns an der Stelle einfach sinnvoll zu sein. Vielleicht stimmen Sie dem auch zu. Die letzte Importmöglichkeit, die ich mit Ihnen noch besprechen wollte, ist der Import aus Dateien. Jetzt bin ich neben meiner Tätigkeit als UB-IT-Leiter quasi auch als Fachreferent gesegnet und bin natürlich mit den Professoren da ständig im Austausch und Professorinnen. Jetzt hatte ich dem letzten eine Anfrage. Ich habe meine Datei für eine Neuberufung, also ein Professor ist neu berufen worden, er hat mir seine BibTeX-Datei geschickt. Das sind seine Veröffentlichungen, 353 Stück. Die hätte er natürlich jetzt auch gerne in seinem Forschungsinformationssystem. Und dann überlegt man das jetzt mit DSpace 7, wie würde der Workflow jetzt aussehen? Ja, also in MyDSpace gibt es ja Drag and Drop, diese Funktion. Ich schmeiße meine BibTeX-Datei rein und bekomme aber erstmal eine Fehlermeldung in Rot, dass zu viele Einträge in dieser Datei enthalten sind. Das ist in der bisherigen Logik in DSpace eben so abgebildet, dass pro Datei ein Datensatz enthalten sein kann. Das heißt, im Fall von meinem Professor, er müsste tatsächlich 353 einzelne BibTeX-Dateien erstellen und die jeweils hochladen, was nicht ganz in dem Sinne der Eingabe wäre. Deshalb haben wir uns natürlich eine Alternative überlegt, was kann man denn machen? Hier auch wieder das Thema ORCID, wie gesagt, Verweis auf Thementisch. Ich würde ihm empfehlen, er soll doch bitte die Datei nehmen, sie soll es in ORCID hochladen und wir übernehmen quasi aus ORCID die Metadaten in DSpace. Das wäre eine mögliche Alternative mit der aktuellen DSpace-Version, um damit umzugehen. Das hatten wir intern diskutiert. Dann haben wir ein bisschen probiert und auch programmiert und hätten dann doch als Vorschlag, es wäre doch ganz schön, wenn man mit mehr als einer Datei
arbeiten könnte, also mit mehr als einem Datensatz in der Datei arbeiten könnte und beispielsweise Items, Workspace-Items anlegen könnte, dann hätte es den Vorteil, dass man dann vielleicht in einer separaten Übersicht nochmal sehen könnte, was in dieser Datei denn alles drin ist und dann gezielt vielleicht als Publikation oder als Forschungsdatum Daten übernehmen könnte. Sie sehen, wir haben auch dafür ein Issue geöffnet, 8469. Auch da geht es darum, wie möchte man zukünftig mit DSpace arbeiten. Es geht auch um generelle Ansätze. Genau, und wie gesagt, beteiligen Sie sich doch bitte an der Diskussion, in welche Richtung es weitergehen sollte. Ich fände es nur spannend, wenn man diesen Import von BibTeX-Dateien an der Stelle vielleicht ein bisschen verbessern könnte. Auf welche Art und Weise man das technisch dann löst, sind wir auch total offen. Wir beteiligen uns auch an Entwicklungen quasi aktiv mit. Es wäre nur schön, wenn man es quasi voranbringen könnte. Der rote Kasten, der eingeblendet ist und Duplikat darstellt, es ist tatsächlich ein Duplikat, wenn man sich das auf der Folie anschaut. Es ist aber von mir nur reinmontiert worden. Das wäre natürlich, Duplikatserkennung wäre ein eigener Vortrag für sich. Das würde ich jetzt als Ausblick vielleicht fürs nächste Jahr mitnehmen und betrifft jetzt an sich nicht mehr den Submission-Prozess. Ich möchte mich meiner Vorrednerin und dem Pascal natürlich noch herzlich Danke sagen für die ganze Arbeit im DSpace-Konsortium und natürlich auch an die TU Berlin. Und ich möchte auch ermuntern, wenn es noch nicht passiert ist, vielleicht da Mitglied zu werden oder sich in verschiedenen Arbeitsgruppen, Unterstützungsangebote, hatte Beate auch schon erwähnt, sich zu engagieren. Und vielleicht die letzte Option, GitHub und Issues sind auch ein wichtiges Thema. Schauen Sie doch mal rein. Vielleicht noch am Schluss, wir hatten auch noch einen Thementisch zusammen mit den Kollegen aus Zürich und vielleicht kann man da auch Eingabemöglichkeiten vor der Submission quasi noch mehr diskutieren. Ganz herzlichen Dank.